Zur qualitativen Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit von Metallen nutzen wir ein spezielles Metallkreuz. Die oberen drei Enden des Kreuzes bestehen dabei jeweils aus unterschiedlichem Material. Eines ist aus Messing, eines ist aus Eisen und eines aus Kupfer. Jeweils am Ende der Metallstücke ist ein Streichholz platziert. Nun erwärmen wir das Kreuz, indem wir unter den Verbindungspunkt der Metalle einen Bunsenbrenner platzieren. Die Metallstücke leiten die Wärme nach außen in Richtung der Zündhölzer. Wir können beobachten, dass sich zunächst das Streichholz auf dem Kupferstück entzündet. Als zweites beginnt das Streichholz am Messingende zu brennen. Zuletzt brennt das Zündholz auf dem Eisen. Verschiedene Metalle leiten Wärme also unterschiedlich gut. Kupfer leitet Wärme besser als Messing und Messing leitet Wärme besser als Eisen.